You have one new message. Hi. Wie schon in Shadowrun Returns, dem ersten Teil der Serie, fängt alles mit einem Telefonanruf an. I know we haven't spoken in a while, but I need your help. Remember the day I took you and Duncan off the streets? I told you that the past is just a story. That if you can just accept that, your past loses all power over you. Yeah. I was wrong. Und wie schon im ersten Teil der Serie geht danach alles den Bach runter. Unser Ziehvater Raymond taucht beim Treffen in Hongkong nicht auf, eine düstere Verschwörung deutet sich an und unsere Spielfigur steckt fest in einer fremden Metropole. Zum Glück sind wir in der ungewohnten Umgebung aber nicht ganz allein, denn Rattenschamanin Gobbit und Deckerin Isobel sorgen dafür, dass wir im Distrikt Heyoi unter dem Schutz eines Triadenbosses eine erste Zuflucht finden. Nach der ziemlich missglückten Ankunft in Hongkong müssen wir uns dann auf die Suche nach unserem Ziehvater Raymond machen und dabei durch allerlei umfangreiche und hervorragend geschriebene Missionen kämpfen. Zudem werden wir und andere Personen in Hongkong zunehmend von fiesen Albträumen geplagt, die sich kaum einer erklären kann. Triadenboss Cheng hilft uns bei der Aufklärung der Ereignisse rund um Raymond und wir müssen uns mit unserem Team daran machen, das große Geheimnis der Walled City, dem Megaslum Hongkongs, zu lüften. Die vielleicht größte Stärke des Spiels ist dabei die facettenreiche Charakterzeichnung. In teilweise etwas ausufernden Dialogen kommen die Persönlichkeiten unserer Runner-Kollegen hervorragend zum Vorschein. Shadowrun Hongkong ist ein Lehrstück dafür, wie man mit wenigen Worten Charakteren Leben einhauchen kann. Wie bisher in der Serie üblich, bestreiten wir unsere Mission mit einer Gruppe von bis zu 4 Kollegen, die alle eine eigene Klasse, eigene Ausrüstung und eine eigene Geschichte haben. Die Ausrüstung dürfen wir verändern, müssen das aber vor dem neuen Run wiederholen. Kämpfe laufen im Rundenmodus ab. Mit den verdienten Karma-Punkten können wir unseren Charakter über eine große Auswahl an Skills verbessern. Und einige Veränderungen gegenüber den Vorgängerteilen hat es dann auch noch gegeben. So dürfen wir jetzt einige der Fähigkeiten auswählen, die unsere Teammitglieder über die Zeit freischalten. Damit können wir unsere Leute auf unseren Spielstil hin individualisieren. Auch die Cyberware wurde überarbeitet. Wir haben jetzt viel mehr Möglichkeiten für cybertechnische Anpassungen und die Nachteile für unsere Essenz, sozusagen die magische Kraft des Charakters, sind nicht mehr so heftig. Prügeleien dürfen wir nun auf Sicht selbst anfangen und damit das Überraschungsmoment ausnutzen. Leider hat sich an der KI allerdings nichts getan. Sie neigt weiter zu Dummheit. Und solange wir nicht schlecht ausgerüstet auf Runs gehen, sind die meisten Kämpfe nicht sonderlich anspruchsvoll. Die Matrix wurde wie versprochen auch überarbeitet. Wir müssen uns nun zwischen diesen Wächterprogrammen zu sogenannten Blockerprogrammen durchmogeln. Die beschützen die Daten oder Funktionen, auf die wir aus sind. Leider bleibt auch das wieder weit hinter den Möglichkeiten zurück, mit denen man eine Matrix sinnvoll gestalten könnte. Mit Zahlenmemory bauen wir mehr Zeit auf und suchen dann den Block, der alle oben angezeigten Zeichen enthält. Nach dem dritten oder vierten Mal sind wir heilfroh, wenn wir vorher ein Passwort gefunden haben und dieses Minispiel umgehen können. Gegenüber Berlin und Seattle in den Vorgängerteilen haben sich die Areale vergrößert und die Details vervielfacht. Es gibt wirklich jede Menge zu sehen. Aber je länger eine Spielrunde dauert, desto schlechter läuft es. Die Ladezeiten nehmen extrem zu und das Spiel fängt auch auf Oberklasse-Rechnern an zu ruckeln. Dazu kommen einige Bugs, die es an der Qualitätssicherung vorbeigeschafft haben. Ein paar Dialogskripte beispielsweise, die nicht weitergehen, eine Kampfrunde, die nicht beendet werden kann und ein toter Charakter, der am Schluss auf einmal wieder auswählbar war. Ärgerlich, aber nicht dramatisch. Abgesehen davon läuft das Spiel rund und ist auf unserem Testsystem nie abgestürzt. Shadowrun Hongkong macht spielerisch zu wenig aus seinen Möglichkeiten. Durch die erfolgreiche Kickstarter-Aktion und das gute Grundgerüst des Vorgängers Dragonfall wäre hier mehr drin gewesen als nur einige kleine Überarbeitungen und Verbesserungen. Dafür entschädigt aber die großartige Geschichte mit ihren hervorragend ausgearbeiteten Charakteren. Und die komplexen Missionen, in denen wir vielfältige, teilweise weitreichende Entscheidungen treffen dürfen.
Das Spiel ist eine absolute Empfehlung an alle Fans der Reihe und des Genres, sowie an all jene, die textlastige, englischsprachige Rollenspiele mit großartigem Writing lieben und kein Problem mit geringem spielerischen Anspruch haben.